Er ist durch sein Engagement gegen die Mafia weltbekannt geworden, der italienische Autor Roberto Saviano. In diesen Minuten wird er dafür in München mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet. Streng bewacht, wegen Morddrohungen der Mafia, ging Saviano mit einem Appell an die Öffentlichkeit. Um die Mafia über die Grenzen hinweg bekämpfen zu können, müssten die Gesetze in Europa vereinheitlicht werden. Er spricht Dinge aus, die sich in Italien fast niemand zu sagen traut. Die Wahrheit über die Mafia, über ihre Macht und ihre Brutalität. Diese Wahrheit hat der junge italienische Autor und Journalist Roberto Saviano jetzt in seinem zweiten Buch verarbeitet. Mutig und so deutlich, dass er für das Gegenteil von Tod heute den Geschwister-Scholl-Preis in München bekommt. Nicht irgendeine Auszeichnung für ihn. Die Geschwister Scholl und die Weiße Rose bedeuten für mein Leben viel. Diese jungen Leute, die an die Kraft des Wortes glaubten und ermordet wurden, weil sie Flugblätter geschrieben haben. In ihrem Namen ausgezeichnet zu werden, bewegt mich tief. Eine Auszeichnung für einen Mann, der unter Einsatz seines Lebens gegen die Mafia anschreibt und die ausgerechnet mit einem bedeutenden Schlag gegen eben diese kriminelle Organisation zusammenfällt. In der Nacht ging der italienischen Polizei nach 15 Jahren die Nummer 2 der sizilianischen Mafia ins Netz. Savianos öffentlicher Kampf begann vor 3 Jahren mit seinem Debüt Gomorra. Das Buch verkaufte sich millionenfach und brachte ihn auf die Todesliste der Mafia. Und trotzdem macht er weiter. Das Gegenteil von Tod ist vor allem ihre Geschichte, die der jungen Italiener aus dem Süden. Sie ziehen freiwillig in Kriege wie den in Afghanistan, um vor einem anderen zu fliehen, dem Krieg der Mafia zu Hause. Und bezahlen oft mit dem Leben. Warum er weiterschreibt, da helfen ihm seine Leser auf der ganzen Welt, sagt der Autor, sie seien für ihn wie ein Schutz, seine Wächter sozusagen.